ein historischer Moment. In der Leopoldstadt wird heute die erste Pop-up-Bike-Lane eröffnet. Ich freue mich sehr, dass es hier im zweiten Bezirk ist und möchte mich besonders bei der Vizebürgermeisterin und zuständigen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein bedanken, dass sie hier in Corona-Krisenzeiten so verantwortungsbewusst handelt. Sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind jetzt unterwegs, um den vollen Öffis zu entkommen. Radfahren ist sicher, man sorgt für Sicherheit für sich und auch für andere. Also man könnte sagen, das ist eine Spur der Vernunft und der Sicherheit. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es besonders wichtig, dass wir Platz haben, um uns fortzubewegen, sicher fortzubewegen. Und jetzt, wo die Arbeit wieder losgeht, wo die Schulen wieder losgehen, müssen wir einfach schauen, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel so stark wie nur möglich entlasten. In der ganzen Welt, von Bogotá, New York, Barcelona, Mailand, sind Pop-up-Radwege entstanden. Temporäre Radwege, die uns einfach ermöglichen, dass wir uns sicher mit dem Rad bewegen. Und heute ist auch der erste Pop-up-Radweg hier in der Praterstraße entstanden. Man sieht es, statt einem Autostreifen kann man hier sicher Radfahren, zusätzlich zu dem sehr engen Radstreifen, den es schon vorher gab. Ich fahre hier jeden Tag und freue mich sehr, dass es hier endlich mehr Platz zum Radfahren gibt.